Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück. Ich hoffe, es ist Abend, wenn ihr gerade guckt, sonst stellt euch die passende Begrüßung zur Tageszeit vor. Wir haben heute für euch mitgebracht, wie angekündigt, detailliertes Monitoring, und zwar das EKG. Ja, eine wunderschöne Sache. Da stellt sich natürlich die Frage, EKG, was ist das eigentlich? Dahinter verbirgt sich das Elektrokardiogramm, schwieriges Wort. Da geht es letzten Endes lediglich darum, elektrische Aktivität zu überwachen. Warum das Ganze? Kurz zusammengefasst, unser Herz funktioniert über eben so ein elektronisches Reizweiterleitungssystem, das dafür sorgt, dass eben unser Herz koordinierte Muskelbewegungen macht, die am Ende eben unseren Kreislauf aufbauen sollen. Und das EKG ist nichts anderes als Elektroden, die wir auf den Körper kleben, um eben genau diese elektrische Aktivität am Herzen für uns auf einem Display sichtbar zu machen. Und damit ist eigentlich auch schon alles dazu gesagt. Und wenn ihr euch das so vorstellt, wir machen also irgendwie die Herzaktivität sichtbar, dann könnt ihr euch vermutlich auch schlussfolgern, wann wir das irgendwie gebrauchen können. Ja, das heißt, unser Anwendungsgebiet ist die Überwachung eines Patienten, vor allem eben mit C-Problemen, also mit Problemen des Herz-Kreislauf-Systems. Und grundlegend kommt das auch in Frage bei Patienten mit Polytrauma. So, jetzt kann man sagen, okay, woran Polytrauma, gebrochenes Bein hat jetzt wenig mit dem Herz zu tun. Aber wenn ihr einen Schritt weiter denkt, woran stirbt jemand, der ein Polytrauma hat, der also irgendwie schwerst verletzt ist, der stirbt zwangsläufig immer an Herz-Kreislauf-Versagen infolge seiner Verletzung. Ja. Insofern ist also auch da ein EKG notwendig, oder sinnvoll, notwendig nicht immer, aber sinnvoll zur Überwachung eines solchen Patienten. Und so kommen wir dann entsprechend auch damit in Kontakt. Ganz genau, denn das Anlegen von so einem Vierkanal-EKG, wie wir das nennen, wird tatsächlich auch umgangssprachlich simpler als Monitoring bezeichnet, gehört zum Aufgabenspektrum der Sanitäterinnen und Sanitäter bei uns. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass eben von euch verlangt wird, bitte mach mir doch mal ein Monitoring fertig, bitte mach mir bei dem Patienten, der Patientin doch mal ein Vierkanal-EKG dran. Und genau deshalb thematisieren wir das heute auch. Es geht tatsächlich darum, dass es eine von unseren Kernaufgaben als Sanitäter ist, ein Monitoring anzulegen. Genau. Wir können es auch selber nutzen, zur Herzfrequenzüberwachung dann. Können wir quasi gucken auf dem Monitor, was sagt er. Ist also auch manchmal nicht schlecht, wenn wir es haben. Wie machen wir das? Kurz einmal sich einen Patienten vorstellen, der liegt jetzt da irgendwie vor euch. Nico sagt schon, es ist ein vierpoliges EKG. Wir haben also vier Kabel, die wir jetzt irgendwie groß verteilen müssen. Gott sei Dank sind die halbwegs genormt in immer der gleichen Farbe verfügbar. Normalerweise im Krankenhaus oder so macht man das immer an Hände und Füße. Das ist bei uns immer so ein bisschen unpraktisch. Wir nehmen also Schultern und Hüfte. Wir müssen den Patienten fragen, ob wir da einfach kurz ran dürfen. Und dann fangen wir an, wie bei jeder guten Ampel oben, ja, mit Rot. Die rote Elektrode kommt an die rechte Schulter des Patienten. Ja, wichtig, immer aus Patientensicht denken, nicht eure Recht, also nicht was ihr rechts seht, sondern das, was die rechte Schulter des Patienten ist. Danach folgt Gelb. Gelb kommt folgerichtig an die linke Schulter. Dann gehen wir an die linke Hüfte. Da kommt die grüne Elektrode hin. Und was übrig bleibt, ist die rechte Hüfte und die schwarze Elektrode. Die kleben wir dorthin. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft und unser Vierpol-EKG klebt. Ja? Da gibt es jetzt keine millimetergenauen Abmessungen, aber so grob diese Orientierung wäre gut. Irgendwo, wo man halt gut rankommt, müssen dafür bitte auch keine Patienten vollständig entkleiden. Ja, also für so vier Klippchen muss man niemanden nackt machen. Nee, das funktioniert auch so ohne weiteres ganz gut. Es geht halt wirklich im Wesentlichen darum, grob an den richtigen Ecken zu sein, und das reicht dann auch schon für eben die Überwachung. Wo wir so ein bisschen aufpassen müssen, ist natürlich, dass wir, und das sage ich immer wieder gerne, nicht Geräte behandeln wollen, sondern unsere Patienten. Das heißt, nur weil wir da irgendwelche Sticker auf Patienten geklebt haben, heißt das noch lange nicht, dass wir die Patienten nicht mehr beobachten sollten. Man ist schnell dazu verleitet, sobald man gerade bei diesen Überwachungsgeräten Sauerstoffsättigung, irgendeine automatische Blutdruckmanschette und ein EKG angeklebt hat, nie mehr auf den Patienten zu gucken und immer aufs Display. Davon sollten wir wegkommen. Das einzige Display, auf das ihr gebannt gucken dürft, ist jetzt das Display eures Bildschirms beim Betrachten dieser Folge. Ansonsten natürlich immer den Patienten im Auge behalten.
Denn nur weil die elektrische Aktivität noch da ist, heißt das noch lange nicht, dass das Herz noch schlägt. Das heißt, wir sehen lediglich das, was elektrisch passiert, und es kann durchaus passieren, dass eben trotz vorhandener elektrischer Aktivität das Herz nicht mehr schlägt. Und das gehört auch zu den ureigensten Aufgaben von uns als Sanitäterinnen und Sanitäter. Das sollten wir mitbekommen, wenn das Herz des Patienten nicht mehr schlägt. Von daher immer darauf achten, wir behandeln Patienten und nicht Geräte. Genau. Ja. Und damit ist für uns eigentlich die Sanitäteranwendung relativ limitiert. Ja. Warum macht es trotzdem Sinn? Du hast ja schon gesagt, wir machen Hilfstätigkeiten damit, nehmen wir die wahr. Einfach mal so als Ausblick, weil damit entsprechend ausgebildete Kräfte, Notfallsanitäter und Rettungsassistenten können das üblicherweise, Ärzte sollten das üblicherweise können, können eben dann mit einem größeren EKG, man kann noch 6 weitere Elektroden aufkleben, die müssen dann relativ genau geklebt werden, idealerweise auf dem Brustkorb. Das erklären wir euch hier nicht, das ist ein bisschen viel fürs eine Mal. Kann man sich die elektrische Aktivität des Herzens auf allen möglichen Achsen, nennt man das, ja, also quasi virtuellen Blickwinkeln anschauen und kann dann Dinge rausfinden, wie ist da ein Herzinfarkt? Wenn ja, wo ist der wahrscheinlich? Ja? Ist das Herz irgendwie besonders belastet? Ja? Also ist da zum Beispiel eine Lungenarterienembolie, das ist eine Erkrankung, die euch bekannt sein dürfte, dann kann ich da manchmal Zeichen für finden. Ja? Lauter so Sachen. Das ist eine relativ komplexe Sache. Das braucht vor allem Übung und dann braucht es noch ein bisschen Übung. Und manchmal ein bisschen Glück. Und das ist aber dann hilfreich, ja, weil dann eben bestimmte Dinge eingeordnet werden können. Deswegen ist es schön, wenn wir das können. Das nimmt eine Tätigkeit ab von Leuten, die gleichzeitig andere Sachen dann noch machen können. Und es ist gut, wenn wir ein bisschen wissen, prophylaktisch vielleicht auch schon mal, ach, der Patient könnte das gebrauchen, wir kleben das auf, damit das dann eben in der späteren Folge ihm hilft bei der Diagnostik und damit der Mensch dann schnell dem richtigen Krankenhaus, der richtigen Medizin zugeführt werden kann. Absolut. Also ihr seht, eins von vielen Puzzlesteinen in der Überwachung von Patienten, das Vierkanal-EKG haben wir jetzt einmal so ein bisschen besprochen, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Folge. Bleibt mir nur noch, wie üblich, zu sagen, folgt uns, drückt die Glocke und habt ansonsten noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!